Und dann haben wir, die weitere Entwicklung war dann, dass wir gesehen haben, als wir dann die Arbeit von Hellinger kennengelernt haben, haben wir gesehen, dass wenn wir jemanden getestet haben, was die für eine Farbe brauchen, und haben dann eine Aufstellung gemacht und haben die Leute nachgetestet, dass sie eine ganz andere Farbe gebraucht haben. Während bei jeder anderen Behandlung hat sich die Farbe nicht geändert, egal auf welcher Ebene wir sonst behandelt haben. Wenn die für Rot getestet haben am Anfang, haben sie hinterher immer noch auf Rot getestet. Sobald wir aber eine systemische Behandlung gemacht haben, hat die Farbe sich geändert. Und dann kam der Gedanke auf, dass die Farbe was zu tun hat mit systemischen Hintergründen. Und dann über diese vielen Jahre, die seitdem vergangen sind, haben wir gesehen, dass wir zum Beispiel, wenn der Patient sich präsentiert mit einer blockierten Regulation, dass wir die Regulation aufmachen können, häufig mit Farbe. Und die Regel ist, wenn Farbe die Regulation aufmacht, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass ein systemisches Thema die Grunderkrankung des Patienten verursacht. Ja? Und das ist wie gesagt von 1986 bis jetzt, sind viele Jahre, ich weiß nicht wie viel, 25, 26 Jahre. So lange hat es gedauert, also wir wissen es jetzt seit einigen Jahren, aber es hat viele Jahre gedauert, diesen Zusammenhang immer wieder zu sehen, um jetzt heute mit ziemlicher Treffsicherheit zu sagen, ja, wenn Farbe einen Test ändert, sind die Hintergründe, die dahinter stecken, systemischer Natur. Gut, jetzt machen wir einfach gleich nochmal weiter, oder wir werden immer so zwischen demonstrieren und ein bisschen kleinen Vorlesungen hin und her gehen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Schritte, sodass ihr es seht. Also der erste Schritt, blockierte Regulation, ja oder nein. Im Allgemeinen mit Pulsfilter, ansonsten mit der überstreckten Hand testen. Und auf der Pulsfilter, auf dieser Ebene, die normale Lehre in AD ist, dass wir alle 7 Faktoren dagegen testen, gegen blockierte Regulation. Und auf die Weise so ein Menü zusammenstellen, welche Faktoren blockieren. Jetzt hat sich aber gezeigt, wenn ich nur mit einem, sagen wir mal, testen 4 von diesen Faktoren, egal welche, und ich mache mit einem die Regulation auf, dann war immer die Angst früher da, was ist denn mit den anderen 3, gehen die dann verloren? Und was dann passiert ist, dass dann die 3 zeigen sich dann auf der Ebene von Switching. Und wenn ich da einen auswähle und die anderen 3, die noch da sind, übrig lasse, zeigen die 3 sich dann auf der Ebene von den Organen. Und wenn ich die da übersehe, zeigen sie sich hinterher, wenn wir gegen Yin oder Yang testen, in den höheren RD-Kursen. Das heißt, alles, was wir umgehen am Anfang, nichts geht verloren. Alles wird nur, wenn wir die Regulationsebene aufmachen, verschieben sich die großen Probleme, die sind dann weniger problematisch und verschieben sich auf die nächste Ebene, auf die Ebene von Switching. Und wenn ich da was übersehe, ist überhaupt kein Thema, sobald das Switching einigermaßen gelöst ist, verschieben sich diese Probleme, sind dann weniger wichtig und verschieben sich dann auf die Ebene, wo wir die Organe testen. Ja? Sodass keine Angst bestehen muss, dass es völlig nutzegal ist, wie ihr die Regulation aufmacht. Ist völlig egal. Jetzt sage ich einfach mal, du hältst mal den Pankreas mit einer Hand, ja, und wir machen mal ohne Klopfen, arbeiten wir mal. Achso, mit der anderen Hand halt mal den Zahn, den 4er oben. Gut, und Augen auf und einen Ton machen, der vom Pankreas aufsteigt. Augen zu. Alles loslassen, ja.
Klopf dich nochmal hier. Wir machen das mit der Augenbewegung. Ich habe jetzt vergessen, am Anfang zu fragen, ob du Zahnschmerzen hattest oder Schmerzen im Gesicht, die du wahrnehmen konntest. Oder ist es nur, wenn zu bestimmten Zeiten, wenn es kommt und geht? Ja, ist eigentlich seit 2-3 Wochen immer. Ah ja. Mhm. Auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wie hoch ist es? Also es sind keine ziehenden und stechenden Schmerzen, sondern es ist so ein chronischer Grundschmerz. Also wenn ein Körperteil normal funktioniert, merkst du es ja nicht. Mhm. Aber ich merke es eigentlich immer. Mhm. Es ist nicht so, dass es mich jetzt so belastet, dass ich an nichts anderes mehr denken muss. Mhm. Aber es ist immer da. Mhm. Gib dir mal eine Zahl. 3. Okay. Gut, wir machen jetzt den Pullfilter weg, ja. In der Annahme, dass der Zahn jetzt so testet, fass mal an den Zahn. Ja, und macht er auch. Und ne, bleib gleich da. Ja, und können ein einfaches Two-Pointing machen. Ja, wir können auch, ne, bleib da. Heimatlos. Ja, heimatlos testet noch. Wir können jetzt ganz normale PK machen. Ich würde sagen, wir machen die PK, während du die Gegend hältst. Und diesmal nicht so sehr den Zahn, sondern die ganze Gegend, wo du dieses Gefühl hast. Ja. Aber so ganz entspannt nur die Gegend halten. Ja? Gut. Dieses Gefühl heimatlos, ist es dein Gefühl? Ist es was, was in deinem Leben entstanden ist? Oder ist es ein übernommenes Gefühl? Das ist übernommen.